Ja, hi, oh, willkommen. Mein Name ist Daniro P. Und ich bin Metal Mario Master. Und das Wetter ist herrlich gerade. Ja, so soll es eigentlich sein. Ja, willkommen zurück zu Raft. Wenn ich hier stehe, bin ich unter Wasser, ey. Wegen den hohen Wellen, ne? Ja, die Wellen. Es ist so erstaunlich. Es ist irgendwie auch erstaunlich, dass die ganzen Kerzen, die hier gerade stehen, wenn sie unter Wasser sind, zwar ausgehen, aber wenn man wieder, ach ja, wieder drüber ist, die wieder angehen. Ja, hey, ja. Oh. Geil. Oh, guck mal, okay, da haben wir ihn wieder. Unser Vegas. Oh, ja. Hallo. Glück, Glück, Glück. Okay. So, keine Ahnung, was wir heute machen. In der letzten Folge ist irgendwie nicht viel passiert, weil irgendwie... Weil wir nichts gefunden haben. Ja. Ich hoffe mal, dass es jetzt wieder besser wird. Ja, ja. Nicht? Und wenn alles... Werden. Na hier. Oh, ich sehe eine Insel. Insel? Wo? Da, rechts. Ah, oh Gott. Mein Gott, ist das ein... Dreh das Segel! Ist das ein beschissenes Wetter. Mein ja, Gott, aber hast du das Mittagessen nicht aufgegessen? Was hast denn du da? Wir sind immer noch auf dem Kurs von dem blauen Ding. Ah! Irgendwie ist das Segel genau andersrum, aber wir gehen trotzdem auf das Ding los. Ja, gut. Hast du gerade einen Mangosamen fallen gelassen? Ja, ja, ich wollte ihn wegwerfen. Hab ich einen gesammelt. So, wir können ja mal da zur Insel kurz. Ja. Ich werf mal Anker. Schon. Hast du schon? Ich habe gerade einen Stein weggeworfen. Ja. Haben wir ja. Haben wir ja Schrott. Ja, jetzt wird wieder hell, danke. Ja, danke. Na trotzdem, was für ein Schiedwetter. Ja. Ah, Bäume. Da brauche ich mehr Plastik. Ich glaube, ich habe keine Axt gleich mehr. Ich habe keine Axt mehr. Ja, ich auch nicht mehr. Mein Gott. Hat sich ja gelohnt, ne? Ja, direkt eine neue hergestellt. What? Was? Du stellst einfach so eine neue und das ohne meine Erlaubnis? Ich nehme meine Ladung Planken, Seile und Steine mit. Damit kannst du meistens die ganzen Werkzeuge wieder herstellen. Ja, ich merke schon. Habe ich überhaupt noch einen Haken? Haken habe ich sogar noch. Irgendwo ist noch einer eingelagert, glaube ich. Weil ich mal einen aus Versehen hergestellt habe. So, warte mal hier. Wo ist das? Aber selbst der Haken ist schon gleich kaputt. Wir brauchen mehr Kunststoff, Mann. So, ein bisschen Ton, damit wir mehr Schüsseln haben. Das ist nur eine Riesenmuschel, nehme ich mit. Das ist ein Stein, oder? Ich schwimme gerade mehr mit dem Milch. Oh mein Gott! Jackpot! 1 Metallerz. 2 Metallerz. Oh, sehr gut. 3 Metallerz. Ah, da bist du. Also komisch auf. Nee, da ist ein Seetang, da ist ein Seetang. Noch mehr Seetang, noch mehr Seetang. Nur immer eher mit den guten Sachen. Mann, ich bin heute wieder on fire. Und das sage ich nicht nur... Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich so gehypt bin. Wegen Booster und so. Naja. Oh, hatte ich nämlich jetzt. Ja, könnt ihr den Master mal gratulieren. Alle in den Dankeschön. Kommentaren. Dankeschön. So. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Aua, blödes Viech. Oh, noch ein bisschen Metallerz. Nur immer her damit. Ah, jetzt habe ich das nicht aufgesammelt. Das ist das Sand. Ich muss zum Floß, weil der Hai bringt mich um. Der Hai bringt dich um. Ja, halt um. Das war unter Wasser. Das ist ein Mangosamen gewesen. Mangosamen. Ja, ich schaffe den ganz weg. Nee, und ich sammle die wieder ein. Warum sammle ich überhaupt deinen Müll ein? Soll ich dir mal was zu essen? Willst du hier was zu essen nehmen? Nimm dir was zu essen. Ich bin voll fast. Boah, erstmal Milch gesoffen. Und jetzt mampf ich Hai. Om nom 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 nom. Und jetzt mach ich Chicken. Wo sind die nochmal?
Wo sind die Schüsseln nochmal? Da sind die Schüsseln. Die Schüsseln sind hier. Ach, ich brauche zwei Ton nur. Ja, aber es sind noch 8 Schüsseln da. Ja. Man kann ja nicht genug haben. Ja, und einmal Ton habe ich noch mit eingesammelt, aber ich kann jetzt gerade keinen Haken mehr machen. So, da wird das Zeug. Oh, du hast einen Eimer. Schmutz. Ah, guck mal da, wir haben noch Ton. Wir haben jetzt noch 5-mal Ton, wie ich das sehe. Ja, ich habe auch noch eins. Dann haben wir 6. Wo sind die? Die sind da in der Truhe ist der Ton drin. Ein paar Schüsseln noch. Und dann. Weil das brauchen wir ja nicht, glaube ich. Ja. Aber wir brauchen unbedingt wieder eine Batterie. Ja. Hier, damit wir den Recycler mal wieder anschmeißen können. Noch Metallbahn. Ja, weiß nicht, warum ich da gegessen habe. Ich war eigentlich voll. Ich habe noch Hähnchenkeulen gesehen. Da muss ich. So, jetzt machen wir wieder Kunststoff die ganze Zeit, ey. Ja, wir brauchen so viel Kunststoff. Ich schaue noch mal nach dem Weges. Mal sehen, wie es ihm geht. Mhm. Nee, nicht, dass der uns hier verhungert. Ja. Okay, dem Weges geht's gut. Der hat noch Wiese. Diese, dem geht's gut. Ich will meine Schüssel hier. Nein, ich wegwerfen, du Stück. Schlichte mal den Anker. Naja. Ich geb den. Das ist das Wetter auch ein bisschen beruhigt, ey. Vorhin war voll der Albtraum. Ja, die See war die, das Meer war mal wie jeder volle Kanne an der Wüten der Wunsch. Ja, ich als Matrose. Ja, wir müssen hier die sieben Meere bereisen. Für Pfeile brauchst du auch Kunststoff. Ja, wir brauchen für alles Kunststoff. Erstmal muss ich das Floß wieder drehen. Ja. Ich glaube, dass wir uns verkeilt haben. Ja. Da lang. Nein, geht es? Es geht! Let's go! Wir müssen aber in die Richtung, glaube ich, weiter. Wir haben ein blaues Ding. Ne, da geht es in die richtige Richtung anscheinend. Steuern wir richtig? Ja. Wenn wir uns bewegen würden. Wir bewegen uns ja. Wir bewegen uns in die andere Richtung. Mal zum. Hauptsache, wir bewegen uns. Uns übrigens, Gemüsesuppe ist fertig. Ja, das ist klar. Okay, ich verstehe nicht, wie das Ding funktioniert. Na hier, verstehst du? Na, irgendwo. Gab es hier irgendwo noch ein Lager für Palmblätter? Ja, weiß ich gar nicht. Ja, klar. Das ist doch mal voll. Da ist doch noch voll viel Platz. Es sind nur noch 4,5 Plätze frei. Ja, ich glaube, ich habe die immer. Ja, genau. Ich tue ja immer die. Ich habe den Stall ja ausgebaut für den Weges. Alter, was ist das jetzt schon wieder? Ich habe noch Pfeile. Ich habe noch ein paar Planken und ich habe auch noch Samen. Gehst du dahin, verdammt. Vor allem wir steuern in die Richtung, aber das Wasser. Irgendwie gehen wir trotzdem nicht dahin. Ich bleib hier bei der Schmelze. Ich sag's immer noch, dass wir unbedingt eine zweite brauchen, damit wir schneller die ganzen Materialien schmelzen können. Wir müssen in die leider brauch. Ein Trockenziegel, an sich nicht sehr aufregend. Da brauchen wir aber Sand und Ton. Ah! Ich höre was! Ja, ich habe ein Auge gehört. So, wir müssen in die Richtung. Ah. Paddel, wie viel kostet ein Paddel? Da brauchen wir auch Kunststoff. Boah. Wir brauchen für alles Kunststoff, Bro.
So, ich mach noch mal hier ein bisschen Farbe. Da ja, Möwen irgendwo. Fliegen in V-Formation wahrscheinlich. Hä? Was ist das? Oh. Was ist das? Ich sehe Loot! Loot! Wo? Da ist Loot! Guck mal da, da ist Loot! Ja, wir müssen aber nicht in die Richtung. Aber warte mal, kommt das uns entgegen? Oder kommen wir uns entgegen? Perfekt. Oh mein Gott, da ist halt ich glaube, da ist halt erstmal halt wieder Loot sehen hier. Und ich sehe Kunststoff, ich sehe Plastik! Ja, komm zu Papa! Komm zu Papa Master! Ich werde das Ding irgendwie kapieren. Wow, ich habe ein Fass eingesammelt und was war nicht drin? Kunststoff. Genau! So. Ups, ja, diese verdammten Wellen. Jetzt kann ich mir eigentlich einen neuen Haken machen. Ganz hinten ist ein Fass. Das will ich mir holen. Ich habe das Ding nicht ausgemacht. Nein. Und ich habe Farbe. Ganz viel. Ich sehe den Vegas. Hallo. Nee, Alter. Nee. Aua! Ich sehe den Vegas da die ganze Zeit durch die Tür gucken. Ja, wir sehen, wie die Welt also durch die Wand. Bist du denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Wo bist du? Ich bin die ganze Zeit mit dem Segel am rumfuchteln. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Hör mal auf mit dem Segel herumzufuchteln. Ich will nur zu dem blauen Punkt da hin, ey. Das Ding ist so kompliziert irgendwie. Das ist eine eigene Wissen, das ist eine Wissenschaft für sich. Ey, das gibt's nicht. Egal wo ich hingehe, wir gehen immer darauf. In irgendeine Richtung müssen wir da näher kommen, ey. Da. So, jetzt sind wir wieder auf Kurs. Halbwegs. Wie lange nur oder auch nicht, ja, war ja, warten jetzt ja oder nee. Ja, man kann ich mir jetzt fast hier greifen. So, da wird ja mit zum, vor wie weit hast du halt gerade gegriffen? Du warst bei mir auf anderen, du stehst bei mir hier neben dem Grill, ey. Ja, ich stehe auch neben dem Grill, hey, du Idi. Aber du greifst ja die Sachen, die ja auf der anderen Seite des Flusses sind bei mir. Was? Nein. Das muss ich sehen, wenn ich den Part sehe. Ich sehe da hinten eine Insel. Wo? Da, komm mal zu meiner Position, wo ja. Ich gerade stehe. Ja, da gehen wir ja hinten, ne? Ich habe so für mein Spiel irgendwie. Ja, da, wir gehen in verschiedenen Richtungen. Achso, ich muss ja noch Zeugs einpflanzen. Oh. Aus dem Baum sieht es auch aus, als ob du gerade bei mir die ganze Zeit den Moonwalk machst. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind ja gerade ein bisschen am Lenken oder so. Also ich lenke nicht, mein Spiel läuft einwandfrei. Ja, meins auch, aber wir sind, glaube ich, auf anderen Instanzen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das glaube ich nicht. Nicht, aber das ist eine Kiste, die hol ich mir. Und schon, etwas näher, yes! Wow, in der Kiste war nur einmal Kunststoff. So. Kann man mehrere Dingens tragen? Mehrere Gemüsesuppen kann man sogar. Und durch mal ein paar Flaggen. Ja, Plantin siecht. Was sag ich dazu nur? Plantin siecht. Nein.
Ich kann nichts machen. Ah! Alter! Oh mein Gott! Ich muss diese Stelle hier reparieren. Ja, na, ja. Auch wenn es da heißt, dass ich den Kunststoff dafür opfern muss. Ja, das würde ich würde am liebsten so wenig Kunststoff wie möglich opfern. Nein! Nein, nein, nein! Kunststoff, du bist gerade zu wertvoll! Verlass uns nicht! Bin eigentlich schon fertig hier mit dem Stall? Tut mir leid. So, ich hab mal angehalten, weil, guck mal voraus, wir haben eine Insel. Ja. Also kleine Insel brauchen wir eigentlich nicht. Die haben wir sowieso noch Holz, ein bisschen was zu essen und so. Ja, und Loot ist Loot. Eine weiße Blume. Aber ehrlich gesagt, also ich will erstmal schlafen, damit wir Tag haben. Ja. Hm. Ach ja, ich hab den Kugelfisch noch als Kopf. Schlafen gehen. Okay. Nur. Ich bin schon wieder hier oben. Huah! Auf zu Abenteuern. Ich muss erstmal was trinken. Wir sind auch voll Fässer in der Nähe. Ja, damit. Planken. Dann sind auch voll viele Fässer. Fässer. Ich habe keinen Haken, sehe ich gerade. Nein. Warum hast du keinen Haken? Wenn mir gerade kaputt gegangen ist. Warum ist denn der Haken kaputt gegangen? Ich hing so an dem. Ah, verdammt, ich brauche Kunststoff. Und lass mich raten, du hast bestimmt keinen Kunststoff. Hey. Ich kann mir einen Schrotthaken herstellen mit Schrott und Bolzen. Der hält auch wesentlich länger. Ja. Ich habe keinen Kunststoff, also muss ich darauf zugreifen. Kunststoff brauchen wir für alles andere hier. Nein. Nein. Oh. Boah, da wollte ich mich gerade snacken. Das hat gehört. Ja, ich habe es gehört. Hat mir nicht gefallen. Oh, das war gar nicht am. Brauche ich Schrott und Bolzen? Wie tut man Bolzen mal herstellen? Bolzen aus Schrott. Bolzen. Achso, Bolzen aus dem Metallbarren. Oh, das ist ja nicht so. Ich kenne mir auch. Haben wir irgendwo Bolzen noch? Ja, ne, oh, ja. Hi. Warte, was steht da? Wahnsinn, Schwein. Hey. Hab ich einen geschrieben. Ja, ich habe gemerkt, man kann die Dinger benennen, ja. Ja. Ich wollte eigentlich hinschreiben, man nennt es Warzenschwein. War leider nicht gepasst. Hat aber nicht gepasst. Ich muss die Wiese bepflanzen. Weil sonst verhungert uns der Vegas. Das wollen wir ja nicht. Wir können nur den Vegas nicht verhungern. Achso, oh mein Gott. Ups. Zumachen. So viele Planken. Hab versehentlich die Tür offen gelassen. Wollte ich eigentlich hier nochmal. Ich wollte so ein. Ich hab schon wieder keinen Platz. Warum habe ich keinen Platz? Ich hasse es, wenn ich keinen Platz habe. Halbe Redwand. Brauche ich dazu? Ich könnte mir einen Bolzen machen. Warte mal. Was brauche ich eigentlich nochmal für so einen Rosthaken? Seil. Weil ich baue Schrott und ich baue Bolzen. Dann kann ich hier so eine. Kann ich irgendwo ein Glatzdach bauen? Ich will ein ganz Glatzdach, wenn es geht. So, Moment, ich baue noch den Schrott. Wo haben wir den Schrott? Federn, das sind Steine, das sind Nägel. Nichts. Federn, da Schrott. Yes, ich habe einen Schrotthaken. Ja, gut. Damit kommen wir auf jeden Fall erstmal über den Winter. Gibt's ja kein.
Ich hör'n Hai. Nein, du Miststück! Verpiss dich gefälligst! Ist ja keine glatten Dächer, das enttäuscht mich gerade. Wie soll ich denn dann jetzt hier ein Dach bauen? Mach einfach ein dreieckiges Dach. Wo war überhaupt nochmal unsere Essenskiste? Da war unsere Essenskiste. Warum sind hier noch rohe Hähnchenschenkel drin? Und wer zur Hölle ist eigentlich Baul? Und jetzt nehme ich diesen Stein hier. Ja, und weißt du, was ich mit diesem Stein mache? Oh, was war das? Ne, ich auf dem Weg. Ja, ich habe ihn auf dich geworfen. Na, ich höre einen Headbanger-Vogel. Wo ist er? Der nascht an unserem Schuh. Was? Ich habe ihn aber eliminiert. Gibt's nicht, dass ich jetzt hier kein Dings machen kann? Eliminated. Exterminate. Ich habe. Also kann ich aber. Ich habe keinen Platz. Okay, ich habe eine Lösung gefunden für mein Bauproblem. Du hast eine Lösung gefunden für dein Bauproblem? Ja, wo sind die Pfeilen? Natürlich meinen Kunststoff da rein. Dann brauche ich denn überhaupt meine ganzen. Wo sind überhaupt die ganzen Federn? Wo sind die Federn? Wo sind die Federn? Da sind die Federn. Rein mit den Federn. So, ich habe alle Metallbahnen, die ich hatte, habe ich geschmolzen. Holzen kommen mit da rein. Nein, ah, ja, stimmt, ich habe ja noch so eine Riesenmuschel. Ich mache uns nochmal so ein zweites Vogelnest. Ne, warte, Moment, hast du jetzt gerade die ganzen Palmblätter genommen? Ja, auch so ein paar. Ja, ich brauche insgesamt 6 davon. Ja, hier hast du 8. Wo ist er hingelegt? 2, 3. Hier in der in unserem Stall. Lass mich da hoch. Ich komme noch nicht dran. Ich sehe es nicht. Es ist bestimmt wieder weggespült worden. Großartig. Hier ist noch Wasser. Hier so über Wände. Ja. Wo bist du? Ich stehe direkt vor dir. Hier sind doch. Hier. Ich sehe nichts. Hier, hinter dir. Warte. Ich lasse das nochmal fallen. Hier. Wo? Ja, auf den roten Teppich. Ich sehe immer noch nichts. Wer ist auf den roten Teppich? Irgendwas stimmt doch hier nicht. War. Ich glaube, wir sollten gleich mal nach dem Part mal eben die Welt verlassen und neu joinen. Ja, ich habe dir eine Kiste in der ganz unten rechten reingepackt. Gut. Ich habe es gesehen. Dankeschön. So, ich habe ein Vogelnest. Und das platziere ich uns jetzt noch mal. Perfekt. Ja. Ich brauche ja Holz. Da siehst du, ich habe noch ein Vogelnest gesetzt. Ja. Müssen da nur noch Vögel rein. Und guck mal da, du kommst damit hier sogar hoch aufs Dach. Oh fuck. Wo machst du? Ich bin gerade ins Wasser gefallen. Lass mich in Frieden. Komm mal her. Ja, da, ich sehe es. Cool. Siehst du aber, was für eine Hilfe ich bin?
Okay, hast du die Insel nach fertig erkundet? Nee, wie denn auch? Ich habe keine Axt. Boah. Aber warte, ich kann mir eine machen. Ach ja, ich brauch nur Stein. Aua, boah. Ich soll erstmal was am verdursten. Genau, eine Sekunde im Wasser gewesen, dann kommt der Hai direkt, ey. Ja, klar. Ah, der ist ganz scharf auf dich. Ich habe keinen Planken. Ich habe kein Holz. Ja, Planken habe ich gerade verballert. Na, großartig. Ne? Das ist ein Palmblatt. Ich muss warten, bis unser Bäumchen hier fertig ist. Ich habe immer noch. Ja, aber trotzdem, ich habe immer noch. Und dann habe ich aber immer noch kein Holz. Komm her, hi. Hi, na? So, wo sind denn hier Bäume? Nur gar keine Bäume. Nicht mal Bäume? Nee. Kann halt sogar Baum. Hier in der Nähe sind Sachen im Wasser. Ich muss langsam mir einen neuen Speer machen. In den Kisten und so. Immediate Gatherer, Hook 500 Items, okay. Ich habe anscheinend gerade mein 500. Item. Gehookt. Ja. Das ist nice. So, Kiste. Fuck, ich ich sauf hier ab. Wie ist das denn passiert? So, ich habe die ganzen Kisten und Fässer hier mal eingesammelt. Ich sehe auch noch überall Ton, tatsächlich. Muss mich aber hier erstmal um den Ei kümmern. Okay, dann kann ich wenigstens hier in Frieden schwimmen. Auf dem Meer. Scheiße, jetzt kann ich nichts mehr tun. So, jetzt muss ich mich mit dem Pfeil verteidigen. Das geht ja sogar wirklich. Ich hab ihn gerade nämlich ins Maul geschossen. Oh, geht ja viel schneller jetzt mit dem Einsammeln hier. Mit dem Haken. Na klar, so ein Schrotthaken ist ja sehr viel besser als ein Kunststoffhaken. Sag mal, wie viele von meinen Pfeilen willst du noch schlucken? Du Miststück. Ha! Irgendeine so. Kiste unter Wasser oder so, wenn wir schon mal hier sind. Nee. Ja, Metallerz. So, hier. Was haben wir hier? Ich glaube, hier haben wir Ton. Na, Kupfer. Auch gut. Boah, guck mal, wie schnell das geht. Ich finde überall Metallerz. Ich sehe auch Metallerz. Ich habe noch 10 Dinger hier in meinem Inventar. Nice. Oh mein Gott, hier ist der Jackpot. Ich habe hier gerade noch mal 3 Metallerz. Oh fuck. Ich sauf ab. Ich gebe dir einen Rat. Sauf nicht ab. Wow. Das ist ein Rat. Damit wäre ich nie klar gekommen. Danke, Daniro. So. Hier sind auch noch mal 3 Metallerz. Mein Gott. Ja, ne? Hier ist ganz schön viel Metall erst und Seetang. Ist der Hai, ist der tot? Ja, den hab ich gerade abgemurkst. Also. Cool, ne? Ja. So. Ich dachte, der hat aber ganz schön viele von meinen Pfeilen gefressen. Guck mal, ob mich hier nichts angreift, ey. Das ist ja schon. Aber warte, Moment. Jetzt wo ich darüber nachdenke. Ich habe wieder einen Haikopf. Weißt du, wo der hingehört? In die Kiste. Na, ich glaube, hier ist nichts mehr. Boah, das sind 16. Das sind 16 Teile drin. Hey, ich habe eine Planke. Cool. Noch eine. Und noch eine. Ich muss was trinken. Ich verdurste gleich.
Gehst du da ran? Danke. So, geh mal weg hier. Ich mache uns hier heute ein Fest mal. 34 Metallerze, aber. Alter. Warte mal. 34 Metallerze. Ich hab da gar nicht mehr. Ich glaube, wir sollten ja bessere Klamotten ja umsteigen, ja. Für die alten brauchen wir meistens immer Kunststoff. Ja. Für den Plastikhaken zum Beispiel. Ich höre einen Headbanger-Vogel. Jetzt sehe ich einen toten Vogel. Jetzt sehe ich einen X-Vogel. Segel lichten. Ja, man lichte mal die Segel. Oh Gott, selbst der Anker ist voll am Abgehen. Dieser Vogel ist tot. Nein, der schläft nur. Nein, dieser Vogel ist nicht tot. Er ist aus. Ende. Finito. Von uns gegangen. Dieser Vogel ist ein X-Vogel. Dieser Mann ist eine X-Person. So, wir gehen immer weiter weg. Ich nehme an, wir gehen erstmal auf das grüne Dingen, weil das blaue Ding, das will irgendwie nicht. Grün sind ja mal die großen Inseln, ne? Denke ich mal. Ja. Ich weiß nicht, warum ich mir nicht näher kommen zu den anderen Dingen. Da würde ich mich mal freuen, wenn mir mal jemand mal erklärt, weil da blicke ich irgendwie gar nicht durch. Ich würde mich da tatsächlich auch mal wundern, das heißt auch mal fragen, wie tief können wir überhaupt tauchen? Wir müssen ja irgendwann noch mal so eine Sauerstoffflasche machen, damit wir auch ganz tief tauchen können. Und dann müssten wir auch noch uns so eine Lichtquelle machen. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, je tiefer wir tauchen, umso besseres Erz finden wir. Weiß ich nicht. Ich würde es vermuten. Vielleicht kann es mir jemand in den Kommentaren sagen. Wenn ihr es wisst, sagt es uns. Es sind noch eine Menge Achievements, die uns fehlen. Deswegen nehme ich mal an, das geht noch ein bisschen weiter hier in dem Spiel. Ne? Ich denke mal auch. Also ich denke mal, dass auch dieses Projekt, was wesentlich besser läuft als Brad und Fred. Ja. Und auch sehr viel mehr geguckt wird, weil wir sind halt einfach die zwei Brüder, die von nix eine Ahnung haben. Ja. Haben und versuchen zu überleben. Jetzt mittlerweile schon wie viele Tage? Ich habe keine Ahnung. Guck nach. Ich glaube so irgendwann 80, 82, 83 vielleicht. 85. Okay. Wir haben schon 85 Tage überlebt. Und wir. Nee, ist das nicht hervorragend, Freunde? Ja. Boah, Alter. Da will man mal einmal eine Planke einsammeln. Oh mein Gott. Lass mich doch hoch! So. Warte mal, ich habe noch einen Plastikhaken in meinem Inventar gehabt. Sehe ich gerade, boah. Meine Fresse, ey. Was mache ich nur mit dir? Jetzt habe ich mir einen Schrotthaken hergestellt, so. Ja, wir sollten sowieso irgendwann mal anfangen, hier auf die ganzen Metallwaffen umzusteigen. Ja. Metall haben wir jetzt mehr als genug, also. Apropos, ich muss mir sowieso einen neuen Speer machen. Speer. Mann, hast du zufällig noch einige Planken für mich? Ich habe zwei. Scheiße, ich brauche 6. Also ich brauche insgesamt noch 5. Aber wenn du mir diese Objekte nicht geben kannst, dann ist es so. Aber jetzt so, wo guckst du hin? Wo bist du? Kommst du hier hin? Nein. Ja, mal die Farbe hier auf. Boom. Kommt noch ein bisschen Kupfer rein. Warum ist mein Holz da? Ein einsames Kunststoff. Ja, unsere Farbe hier mal schmelzen, unsere Blumen meine ich.
Hä? Müssen wir überwarten. Das Loot kommt. Also ich habe jetzt insgesamt drei Planken. Wir müssen mal so ein Schaf oder irgendwie sowas finden. Ja. Ja, die Rückblick ist es, glaube ich, besser auf so ein grünes Ding zuzusteuern. Ich denke auch. Wo ist aber unser Weg? Da ist unser Weg. Hallo Vegas! Oh, ja, hallo! Ich habe ja noch einen Palmblatt. Ich glaube, du bist ein bisschen nah am Mikrofon dran. Weil ich höre jeden einzelnen Atem von dir rein. Entschuldigung. Ja. Süpp, süpp, süpp. So. Ja, ich habe auch eine ganz männliche Stimme. So. Stimmt, ich habe ja noch eine Kartoffel. Na hier, Kartoffel! Und ein Hähnchenschenkel. Habe ich auch. Ja, da liegt überall noch Fleisch auf den Grillen. Ja, kannst du dir nehmen, wenn du was brauchst. Ja, ich bin gerade voll. So, der Baum ist ja fertig. Kannst ja, da kannst du ja ein bisschen Holz holen. Ich habe immer noch keine Axt. Ach so. Warte. Ich hab doch gesagt, dass ich keine Axt habe, du doof. Ich habe eine Planke. Ich brauche insgesamt drei. Okay, der hat mir drei gegeben. Leg's irgendwo in eine Kiste rein. Ja, hier neben dem Baum. Nimm. Und. Hi. Boah. Nein. Da, oh, da hinten sehe ich eine Insel, da hinten sehe ich einen Geier. Was? Ja. Oh nein, eine Rieseninsel. Ja. Dann kann ich mir auch direkt schon mal einen Metallspeer machen. Gott. Müssen wir die mal ein bisschen rupfen. Yes. So, ich habe wieder Metallspeer. So, ich bräuchte. Dann ich muss auch mal kurz da auf die Insel mir Holz holen. Ja, ich müsste ich auch tun, aber. Aber wie gesagt, ich brauche ja für die Axt brauche ich ja auch noch Planken. Vielleicht durch mal eins dieser Vogelnester da ganz oben am Dach. Vielleicht kommen die da an. Vielleicht tun die dann da mal irgendwann. Geht das? Keine Ahnung. Nein. Versuch es. Nee, leider nicht. Aber wenn ich hier so eine. Wenn ich hier so eine Wand mache, kann man das ja ganz oben hinpacken. Nochmal. Ja. Okay, dann nehme ich. Kann doch nicht sein, dass wir irgendwie noch nie irgendwie. Ich kann schon, wir könnten schon viel früher Eier oder so bekommen, aber irgendwie kommen die nicht. Ja, und ich sehe schon weiß umrandet der den Screecher da rumfliegen. Ja, ja. Legen. Oh Junge. Mein, der hinterlässt ja sowieso nur Chicken. Ja. Hier gibt es noch irgendwas. Hast du genug Netzwerfer? Ja, da müssen wir halt Kugelfische finden, ne? Nehme ich halt. Ja. Du. Na! Was da? Ich lasse ihn gerade verscheucht. Ja, wo ist die Insel schon wieder? Wir steuern noch drauf zu. Okay, ich sehe die gar nicht hier. Aber wir verlieren die nicht wieder aus den Augen. Ich weiß immer noch nicht, wie wir letztens mal geschafft haben. Weiß ich doch auch nicht. Nicht. Ist schon zu lange her. Hey. Warzenschwein. Ich mach mir mal einen Smoothie. Oder. Was haben wir denn hier? Einfach, was soll ich mehr machen? Einen einfachen Smoothie oder einen einfachen Smoothie? Ja, wie wär's mit einem einfachen Smoothie? Alles klar. Ich glaube, wir haben so viele Sachen hier drin, ne? Mal, kann man halt das ordnen? Ist unsere Essens. Ja, im Moment. Hey, verändere jetzt nichts an der Essenskiste.
Ich hab irgendwie das Gefühl, das ist ja so weit von praktisch. Geh mal zu irgendeiner Kiste. Weiß nicht, ob du das wusstest, aber da sind ja neben dem Lager sind noch so zwei Knöpfe, ne? Warte, was? Ja. Da steht ja Lager und da sind so zwei Köpfe. Ich glaube, der linke Knopf lagert alle Sachen, die schon in der Kiste sind, die du im Inventar hast, automatisch da rein. Das ist ja praktisch. Also wenn du irgendwie ein Palmblatt irgendwie in der Hand hast und du gehst in die Palmblattbox, dann tut er automatisch all deine Palmblätter da reinpacken. Aber das ist ja voll nützlich hier. Oh mein Gott. Was warte mal, dann versuche ich es mal eben bei den Steinen. Naja. Der tut dann automatisch das einlagern. Ja, du musst auf den linken Knopf drücken. Ja, und ich glaube, das andere ist irgendwie sortieren oder so. Ja, das andere sortiert die Sachen irgendwie, alles klar. Oh mein Gott. Er macht die Sachen viel einfacher. Jetzt muss ich nicht die ganze Zeit meine Maus hier die ganze Zeit hier überall hin und her ziehen. Ich meine, wir können es ja auch mittlerweile schon per SDRG machen. Naja. So. Ich habe irgendwie trotzdem immer noch das Gefühl, dass wir uns nicht vorwärts bewegen. Ja, ich mach schon. Kümmer dich drum! Wo ist die Insel? Mach was! Ist das die große Insel da hinten oder ist das eine kleine? Keine Ahnung, ich glaube, das ist die große. Warte mal, die war auf der Karte. 286. 287. Natürlich tun wir uns wieder ein bisschen davon wegbewegen, ist klar. Ich werde jetzt im Weges was antun. Na! Aber. Nein! 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 Was los? Daniro! Hilfe! Der Hai hat eine Wand weggefressen! Was? Dieser Sack. Boah. Und ich hab keinen Kunststoff! Ich auch nicht. Nein! Ja. Der hat das Ding weggegessen und dann ist das Ding. Boah. Ja, dann ist das alles zusammengebrochen. Ja, ich kann das nicht reparieren gerade. Warte mal. Vegas, spring dich in Sicherheit. Warte. Nein, ich wollte ihn auch gerade in Sicherheit bringen. Wir bringen dich in Sicherheit. Ich tue mal ins Lager. Nein. Wir müssen es nach oben bringen. Ich bringe dich in Sicherheit. Ich dachte, der ins Wasser fällt, ey. Ja, wollen wir ja nicht. Oh. Hör zu. So, das heißt, Vegas. Jetzt gehen wir schon wieder weg von der Insel. Das gibt's, wo ist die jetzt schon wieder? Boah. Wir haben ja die aus den Augen verloren schon wieder. Das gibt's nicht, ey. Wir waren so sehr damit beschäftigt, den Vegas zu retten. Ja. Oh mein Gott, und diese fucking Headbanger-Vögel. Ich krieg die Krise. Ich. Oh. Mein Gott, wir waren noch gerade da. So, da lang müssen wir. Ich muss mal auch so langsam wie tatsächlich wieder einen neuen Bogen machen. Ich brauch mal Pfeile langsam. Ich glaube, ich nur zwei. Ja, ich habe nur zwei. So, ich will mir eigentlich einen Smoothie machen, ey. Ich wurde schon wieder von allen abgeleckt hier. Oh Mann, dafür. Ich brauchte für Glibber, ich brauchte für Seil, ich brauchte für Planke. Ja, und Planke habe ich nicht. Mann! So, was war eine Kokosnuss? Eine Ananas? Ne, zwei Kokosnüsse. Und eine Mango. Mango. Also, es sieht bei mir gerade so aus, also, als ob du den Baum anstarrst. Als während du den Smoothie machst. Das Loot! Loot! Gib mir den Loot. Her mit dem Loot. Denn der Loot tut gut. Kann ich mir auch gleich erstmal hier eine Axt machen. Nein, da geht genau noch vorbei. Jetzt zwei Planken. Nein, willst du mich auf den Arm nehmen?
Ha! Das gibt's doch nicht, ey. Ja, ich brauch Holz. Dieser verdammte Drecksvogel, ey. Ja, leg dich auf den Rücken. Sei tot. Sei gefälligst tot, du Mistvieh, ey. Sieh Gott, ey. Wenn ich... Alter! Was war jetzt? Was war denn? Alter! Ja. Alter, du hast gerade das Zeug eingesammelt, obwohl du am anderen Ende warst. Ja, ja, das war bei mir auch gerade bei dir. Okay, eigentlich der Beste. Sobald der Part zu Ende ist, starten wir die Welt mal neu. Ja, tut uns ja nicht irgendwie behindern oder so, ne? So, wow. Was hast du gemacht? Was zum... Was ist denn jetzt? Wo stehe ich denn bei was dir? Was ist denn jetzt? Ich stehe bei mir gerade hier neben unserer Farm. Okay. Wieso, wo ist mein Haken? Bei dir? Also, der taucht gerade bei mir... Oh mein Gott, Hilfe! Oh mein Gott! Er kommt einfach so aus der Farm da raus. Das ist so irritiert! Ja. Ey, schnapp mir mal da hinten das Fass. Wuff! Nein! Ah, du bist auch hier. Nein! Nein! Du stehst bei mir neben unserem Lager gerade. Ja, natürlich. Wir starten gleich das Spiel mal neu. So, ich weiß gar nicht, warum wir die Sachen alle hier einsammeln. Die gehen doch alle in unsere Dinger hier rein. Wir brauchen jeden Loot, den wir gerade kriegen können. Ja, aber wir landen ja in unsere Netze, wenn die ja so uns entgegenkommen. Hier geht's ums Prinzip, mein Bester. Ums Prinzip. Wir müssen hier Prinzipien setzen. Mein Gott. Okay, man kann insgesamt 600 Farbe haben, merke ich gerade. 600? Ja, pro Dingen hier. Pro Farbe? Ja. Pro Stapel, keine Ahnung. Komm her. Muss man die ganzen Löcher hier stopfen von unserem Floß. Ja. Ich hab mal einen Smoothie auf Standby gemacht. Mach mal einen Smoothie. Scheiße, ich habe gar keinen Platz mehr. So, dann mache ich erstmal hier, bevor ich die Wand wieder baue, tue ich erstmal so eine kleine Sicherheits, weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich mal einen Zaun da umbauen, vielleicht bringt das was. Weiß ich nämlich bis heute noch nicht, wenn man einen Zaun baut, ob der Hai dann hier nicht mal da dran knabbert. Aber der hat ja auch da lang geknabbert, als die Wand da dran war, ne? Also. Ja, er hat gerade die ganze Wand hier weggefressen und ich sehe eine kleine Insel. Ja, ich weiß nicht, wo wir die schon wieder. Wie wir die schon wieder nicht erreicht haben, ne? Oh. Erstmal muss ich mir wirklich so langsam anfangen, mir einen neuen Bogen zu machen. So, ich weiß nicht, ich baue es aber erstmal wieder. So, ein Bogen. Ich habe einen neuen Bogen. Weißt du was? Was? Ich tue das Segel einfach offen lassen. Wir gehen einfach irgendwo hin, wo auch immer. Weil irgendwie bringt das nichts mit dem Segel. Vielleicht müssen wir irgendwas anderes haben, um das irgendwie besser zu steuern oder so. Wir bräuchten so ein Motorboot. Ja. Irgendwie bringt das nichts. Ich bin die ganze Zeit da am Rumfummeln, ne? Egal in welche Richtung ich gehe, wir gehen immer weiter davon entfernt, was irgendwie keinen Sinn macht. So, ich habe schon mal angefangen, so ein paar Stellen hier wieder auszubessern. Ja, ich auch. Ich tue jetzt ja gerade so eine. Ich habe jetzt auch keine Planken und ich habe auch keinen Kunststoff mehr. Ja, ich auch nicht. Boah, ey. Und es wird schon wieder dunkel. Wird das so schnell dunkel? Und warum habe ich da Salzwasser drin? Geht! Sie haben schon drin. Ach, Samen. Hm.
Also ein Stück fest, wir können den Vegas da und da nicht alleine lassen. Noch nicht. So, einfache Batterie, Kupferbahn, Schrott und Kunststoff, natürlich Kunststoff. Wir brauchen für alles Kunststoff. Na, komm schon! Ah, nein! Nein! Ich will nicht ins Wasser. Das Wasser ist so kalt und so nass. Das gibt's nicht. Ich hab schon... Nein, Mann. Ich hasse euch, ihr verdammten Headbanger-Vögel, ey. Glaubt ihr, seid hier Hot Shit oder sowas in der Art? Glauben die das wirklich? Oh, da hinten ist Loot. Loot? Gut, haben wir denn noch genug Zeit für Loot? Ja, wir haben noch so 10 Minuten ungefähr. So. Sehr gut. Na, nein, 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 Wir brauchen auch dringend wieder eine Batterie, damit wir den Recycler wieder starten können. Ja. Denn weil unser Lager wird wieder brechen voll. Ich will erstmal hier den Ort hier um den Finger weg. Finger weg. Wo knabberst du überhaupt? Da ist überhaupt nichts bei mir. Nein. Das ist fast. Yes. Oh, jetzt konnte ich hier nicht angreifen, weil mein Haken geglitscht war irgendwie. Moment. So, so warte, ich mach jetzt erstmal eine Batterie. Nee, was brauche ich denn dafür nochmal? Kunststoff. Oh, nein! Hast du zufällig noch einmal Kunststoff? Ja, hier ist ein Mantarochen wieder. Lass den Mantarochen sein. Aber warte. Ich hab genug Kunststoff. Hier kommt gerade Loot uns entgegen. Ja. Da ist auch viel Kunststoff dabei. So, ich hab eine Batterie erstellt. Jetzt kann ich unseren Recycler wieder irgendwie in Gang setzen. Okay. So, ich tue jetzt hier gezielt das ganze Kunststoff einsammeln. Das Fass. So, das ist nicht ein einziges Kunststoff drin gewesen. So. Ich habe immer noch 5-mal Metallerz, ey. So, da war etwas Kunststoff, ne? So. Viel am Looten hier, sehr gut. Ich habe gerade so viel entgegen. Meins, das ist ein Fass, yes, meins. So, endlich kommt hier mal wieder Zeug, ey. Ja, ich da, weil ich das Segel hier reingepackt habe, weil der Mann tauchen ist ja so nah an unserem Ding. Es ist Mama. Es ist Mantarochen. Sag mal, wieso verfolgt er uns denn nicht? Sieht aus, als wäre er eingefroren. Froh. Meins. Jetzt hier doch das Kunststoff. Ich hänge schon wieder fest.
Oh, so viel Kunststoff. Wo bist du eigentlich die ganze Zeit? Ich bin im Lager. Also? Ah, ja, ganze da, hier. Ich sammle halt alles einfach, was in die Netze reinfliegt. Ein Tata! Na komm. Ich hab schon wieder den Mantarauchen hier verfolgt. Hör auf, Mantarauchen zu verfolgen. Der ist ein Schurke. Der hält voll viel aus. Ich sehe überhaupt nichts. Noch mal schlafen gehen, ich sehe nichts. Warte, ja, wir können schlafen gehen. Nachdem ich dieses Fass hier eingesammelt habe. Wie hat mich dieser Hai nicht getroffen? Oh mein Gott. Schlafen gehen! Ja, mein Gott, mein Inventar. Das Vegas. Ja, mach die Tür so. Oh, hallo. Oh, ich höre uns an Recycler am Arbeiten. Ja. So, ich bin schon wieder hier oben. So, was hat da eine große Letzte. Insel? Und ich hör da schon wieder so einen scheiß Headbanger-Vogel, ey. Hast du ihn abgeschossen? Nee. Na. Ich bin gerade dabei. Aber ich sehe eine Kiste. Meine Kiste. Da waren ganz viele Planken drin. Und ein paar Palmblätter. Aber kein Kunststoff. Ich habe eine Badewanne. Ich habe es vergessen. So, jetzt kann ich mal das Gebiet um das Ding hier mal ausbauen. So. Wow, reicht sogar, glaube ich, komplett. So, jetzt haben wir so eine kleine Schutzreihe um. Die Farm. Also der Hai muss erstmal da rumknabbern. Er wird dann niemals durchkommen. So, Fässer. Das wäre nur eine kleine Insel. Und ich bin am Fangen an sich gerade. Noch einen Stein. Ja. Ein Stein und dann brauche ich noch die Seile. Ah, da ist auch eine Insel da hinten. So. So, erstmal. So, jetzt habe ich mir auch endlich mal wieder eine Axt gemacht. Oh mein Gott. Ich drücke schon wieder die falsche Taste. Ist irgendwas zu essen? Irgendwo auf den Gelben. Jawohl. Ja. Nimmst du ruhig. Hühnerkeule. Okay, Spitzkopf Larry. Und nun zu dir. Spitzkopf. So. Bist du ein Spitzkopf? Du nennst mich Spitzbock. Du nennst mich Spitzkopf? Oh, ihr kommt pittert. Ja, also gut, Spitzkopf. Deine Zeit läuft ab. Du nennst mich Spitzkopf? Ich will jetzt der dreckige Dan sein. Wieso willst du der dreckige Dan sein? Na, weil ich dreckig bin. So. Ich würde sagen, ich bin der dreckige Dan. Ich würde sagen, ich bin der dreckige Dan. Nein! Nein, ich bin der dreckige Dan. Aua! Okay. Mein Gott, ist der Baum riesig. Ja, der ist riesig. Und deswegen mache ich ihn jetzt kaputt. Hey! Ich wollte ihn zuerst kaputt machen. Aber erstmal mache ich daraus mal hier einen Mann. Ich mache einen Mangobaum, Immer diese Taste, die mich automatisch rennen lässt. Mein Gott, ist das eine winzige Insel da. Hey, wie sagt man so schön, klein, aber fein? Ja, da kriegen wir doch noch. Wir wollen großes Zeug. Wir wollen doch nicht für jede kleine Insel hier mal Halt machen, ey. Kostet doch auch immer Zeit und Nerven. Was für Nerven? Nerven haben wir genug. Wir haben Nerven aus Stahl. Tun wir deswegen, vor allen Dingen ich. Tun wir deswegen nicht mehr weiter Bread und Fresh.
Hin. Willst du damit etwas sagen, dass ich keine Nerven aus Stahl habe? Na, ganz hinten ist ein Flo. So, ey! Ey! Hey. Du stehst bei mir hier gerade unserer Farm. Ja, natürlich. Stehe ich ja auch. Ja, aber das ist ja hinten mal was. So, ich muss mal gucken. Okay, dann tun wir mal. Das. Ha! So, hier hin. Der gehört alles mir. Ich glaube, ich vielleicht noch so eine Schutzreihe hinbauen. Und schon ist mein Kunststoff wieder weg. Und ich sammle gerade den Kunststoff. Na, nein, die Planke ist weg. Hier soll ein. Blöd ist. Wie soll ich das jetzt machen? Aber wir steuern genau auf das Floß zu. Ich habe keinen Platz. So. Steine rein. Palmblatt rein. Oh, was? Okay. Dann nehme ich mal hier ein so ein Vogelnest. Warum habe ich noch eine Blume dabei? Ja, wir nehmen einfach Bikini Bottom und schieben es woanders hin. Ich packe das dann da ganz oben hin. So. Direkt neben dir. Hey. Du Miststück. Hey. So, da ist er los. Vor uns. Wo ist er los? Direkt vor uns. Achso, also ja, ach so, ja, direkt vor uns, hallo. Stutzt gerade bei mir. Nein, nein, es sinkt. Nein! Wollte bloß die Truhe. Hab ich doch. War nix Gutes drin gewesen. Deswegen bin ich froh, dass sie jetzt untergeht. Das war das Ende dieser Geschichte. Everyone died. The end. Mir ist Wasser gefallen. Ich sehe, wie Floß da unterm Wasser ist, ey. Ich frage mich, ob wir hier die Titanic finden. Bestimmt. Also wenn wir so weitermachen... Ey! was ist denn mit dem Fass los? Hey! Ey! Ich hatte überhaupt erreicht, habe ich. Von der Entfernung. Was fällt dir ein? Oh nein. Nein, ich habe was verloren. Und da, das war bestimmt eine Planke. Die sind so wichtig. So. Wir gehen wieder auf irgendwas Grünes zu. Mal gucken, wie lange sich das hält. Ja, so, ich würde aber sagen, wir müssen mal ein paar hier langsam beenden. Ja, das ist eine gute Sache. Und dann einfach mal eben die Welt neu zu starten. Ja. Weil irgendwas stimmt hier nämlich nicht. Das müssen wir nämlich ganz dringend müssen wir schnell ändern. Ja. Na gut, dann sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.